Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge sind wir beim geheimen Labor angekommen, was wirklich sehr geheim war. Also man hätte wahrscheinlich die Schrift aus dem Weltraum schon sehen können, aber hey. Und hier befinden sich so ziemlich alle Quests. Deswegen verbringen wir jetzt eine Menge Zeit hier. Und vielleicht finden wir sogar noch die Zigarettenschachtel und keine Ahnung, was wir alles hier noch machen müssen. Das kann auf jeden Fall eine Weile dauern. Ich wünsche euch viel Spaß. Wo Hey, sind... you! Over here! Hallo Cassandra, von dir habe ich gehört. Du bist auch die Boss-Chefin. Und da sind überall Raptidoden. Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Ich kenne keinen Crane, nie gehört. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. Angreifen, oder? Ich könnte mir den ganzen Stress ersparen und dich erschießen. Du musst mir schon ein besseres Angebot machen. You mean other than the satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. Ich weiß nicht, bisher hatte ich hier einige Schäden. I am good for my word. You will be equitably rewarded on my honor. But I will not haggle or bargain with you until you help me. Was brauchst du? The first thing I need Ah, is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security is bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Ich brauche schon einen Grund dafür, für dich meinen Hals zu riskieren. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Also Punkt 2 und 3 ist mir völlig scheißegal. Was für eine Belohnung? The research I carry is valuable. I am willing to go halves with you. Nicht gut genug. And I will gladly negotiate with you, but only after you free me. Ich helfe ihr erstmal und dann hören wir uns an, was sie zu sagen hat. So, schieß ich sie einfach. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. Oh, ich habe Antons Quest verkackt. Take your time. I am, to my chagrin, not going anywhere. Also ich hätte gerne noch die Möglichkeit gehabt. Kann sie nicht beklauen, schade. Dass ich sie einfach rette, das Geld kassiere, sie dann töte, die Sachen an mich nehme und dann wieder abgebe. Diese Möglichkeit hätte mir Fallout zum Beispiel gegeben. Hi. Oh, wo kommst du denn her? Getting behind cover. Du? Oh mein Gott, was geht denn da ab? Wieso haben die den nicht angegriffen? Lebst du noch? Die sind einfach an dem vorbeigelaufen. Habt ihr das gesehen? Schweine. Direkt auf mich losgegangen. Vielleicht entscheide ich mich doch noch für den Sniper. Lass mal Gewehr. So, hier kommst du raus, ne? Was gibt's denn hier so Schönes?
das sind die Raptitoden. Das sind jetzt nicht wirklich viele, weil die meisten habe ich schon umgebracht. Sind die noch mehr? Nee. Ich dachte, hier wären viele Raptitoden. Ich sehe nur Tote. Ist die jetzt hier drin oder? Wie sieht's aus? Wo ist sie? Wieso geht's hier hoch? Bin verwirrt. Ich habe übrigens seit Ewigkeit noch nicht gespeichert. Könnte lustig werden. Ich habe gerade auf meinen Radar geguckt. Interessant. Ich wusste nicht, dass das eine Mine ist. Oh, eine Sense. Oh, sei froh, dass ich dich nicht gerade erschossen habe. We saw everything. Zu? Seid ihr jetzt freundlich oder nicht? Okay, das sind die Punkte da hinten. You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. Ich bin überladen, ich kann nur langsam. Immer sachte mit dem Abzug. Lass mich kurz was sagen. You got one minute. Starting now. Ich will sie verraten. Tell your friends there's just two ways out of here. A cell or a box. Dann lass mich dir helfen. Verdammt. Ich will doch nur einfach alle hintergehen. Wieso geht das nicht? Bin mich schon wieder überladen. Sowas macht mich traurig, Leute. Sowas macht mich traurig. Dass ich nicht die Möglichkeiten habe, mich zu entfalten. Oh, ich hätte abspeichern können oben, ne? Ich speichere ab. Ich muss nämlich die Folge fertig machen. Gut, Freunde, ich mache eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich. So, dann wollen wir doch mal weiterschleichen, ne? unten war ja ein Shop. Deswegen werden wir versuchen, uns da mal hinzukämpfen. Wenn wir ein bisschen zeuglos werden. Und ich muss sagen, ich musste mich lange nicht mehr so krass heilen. Diese Heilungsfähigkeit, die wir haben, die ist so geil. Ich bin richtig, richtig stolz darauf, dass ich das gewählt habe. So, die Frage ist jetzt nur, wo war der Shop? Werde ich ihn eines Tages finden? Dies und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Hey, wieso leben die hier? Versperrt war ich hier schon? Oder sind die respawned? Hä? Ich finde den Shop nicht mehr. Da waren wir offensichtlich noch nicht. Oder etwa doch? Ich habe ihn gefunden. Halleluja. So, verkaufen. So, zack, zack. Alles muss raus hier. Ich hoffe, wir hatten nichts Wichtiges. Du siehst anders aus als der Rest. Ultimatum, alles klar. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. So wie ich jetzt immer noch so viel? Wegen der Rotze? Nee, hä? Ich hab doch nichts Großartiges aufgenommen hier. Waffenmod, wie viel wiegst du? Kaum was. Was habe ich denn mitgenommen, was so schwer ist? Die Waffe wiegt auch keine Million, oder? Gewicht 1. Hä? Ist das das Essen, was ich mitgenommen habe, was so viel wiegt? Dann weiß ich, was ich als nächstes skille. Ganz ehrlich, das ist ja absurd. Naja. Auf dem Weg habe ich festgestellt, dass wir sehr viele Sachen noch nicht eingesammelt haben. Verbessert deine Tech-Fähigkeiten.
Erhöht den Rüstungswert von Körperpanzer und Helm. Ach, wer braucht denn sowas? Ich will doch keine Pussy. So, wir haben auf jeden Fall einiges aufzudecken. Hier waren wir ja drin. Da haben wir irgendwie das Labor hier noch irgendwie gefunden. Hä? Bin ich verwirrt? Von wo kam ich jetzt? Hier war nicht das Labor. Wir hier runtergehen und dann links müsste das Labor sein, ja. Hier ist das Labor. Den Dietrich nehme ich auf jeden Fall mit und das. Ah, Raptitodenfleisch vielleicht. Das kann sein. Dr. Cortes, betreffend der vorigen Anfrage. Ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, eine Nachricht aus Roseway zu erhalten. Wenn auch nicht so überrascht, wie du es vermutlich glaubst. Meine Partner und ich wissen, dass die Siedlung nicht so tot ist, wie sie auf den Karten aussieht. Du wirst überrascht, wie häufig das vorkommt. Hm. Jetzt schwören können, er hat die ganze Zeit sie gesagt, aber gut. Wie du schon vermutet hast, sind wir auf jeden Fall an deinen Forschungen interessiert. Wir haben die Ressourcen, deine Abfallprodukte zu verarbeiten und in Umlauf zu bringen. Solltest du uns diese Abfallprodukte in Dosen von, sagen wir, 25 Milliliter zugänglich machen, zahlen wir pro Stück eine großzügige Belohnung. Die Übergabe fände in einer der Höhlen außerhalb der Siedlung statt. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du diese Notiz vernichten. Nichts hier drin ist für uns bedrohlich, aber einiges könnte dich belasten. Sei nicht so sorglos, Doktor. Falls nötig, kannst du mich Gary nennen. Das war doch die Höhle, die wir gefunden haben, bestimmt, ne? Naja, naja, naja. Gucken wir mal hier rein. Oh, sieht schön aus. Wissenschaft. Experiment rekalibrieren. Das würde ich sehr gerne machen. Notfall. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Schließen wir das Experiment ab. Benutzer Cortes V. Bisher funktioniert die Moschus-Extraktion ganz ordentlich. Das Druckniveau scheint konstant zu bleiben und die Probevarianz ist im Toleranzrahmen. Ich dachte, diese Raptors würden von außen schon stinken. Jetzt, wo sie aufgeschnitten sind, meiden wohl alle für den Rest des Tages mein Labor, bis ich damit fertig bin. Moment. Moment. Da draußen ist irgendein Aufruhr. Ein Alarm schrillert gerade los. Wahrscheinlich noch so eine verdammte Sicherheitssystemkontrolle. Ich gehe mal nachschauen. Ah, okay. Na gut, ich habe mich darum gekümmert. Das nehme ich auch mit. Könnten wir wahrscheinlich irgendwo nutzen, um alles zu betäuben, was hier so rumfleucht. Aber wir haben ohnehin alles getötet. Mit unseren schönen, starken Waffen. So, wir sind da runtergegangen, aber da oben waren wir noch nicht. Und hier waren wir auch schon, ne? Denn hier oben waren noch kleine Viechers. Na, guckt sie euch an, die kleinen Süßen. Tja. Oh, du lebst noch. Nachladen. Ich kann nicht nachladen, wenn ich nicht auf eine Leiche gucke. Ist das widerlich. Oh, da lebt noch was. Darüber habe ich mich auch gekümmert. Das Schicksal, das Roseway ereilte. Ja, nice. Ich mache hier gerade mehrere Quests auf einmal und ich habe keine Ahnung, was alles. Aber ich tue es. Ach, hier war auch ein Shop. Geil. Hätte ich einfach nur hier hingehen sollen, ja. Das heißt, ich muss gleich wahrscheinlich erstmal wieder in unserer Basis sortieren, weil wir zu viel Zeug mitschleppen. Habe ich die 1 Milliarde Äpfel mitgenommen? Ich habe irgendwas aus Versehen mitgenommen, ne? Nö, die 1 Milliarde Äpfel habe ich nicht mitgenommen. Aber wenn wir schon mal hier sind, essen wir was. Wieso sind hier überall Shops? Wovon habe ich denn ganz viele? Wieso kann man hier nicht sortieren? Sortierung um was? Oh, nach Name sortieren, nach Wert sortieren, nach Gewicht sortieren. Das heißt, das größte Gewicht müsste auch jetzt hier oben sein, ne? Gewicht, ja, 10. Ja, super, es ist alles gleich viel. nach Name sortieren, nach Wert sortieren. Ja. Macht jetzt keinen Unterschied. Also sehe ich schon, unser ganzer Schrott, der wiegt eine Menge. Leider. Zu viel.
Oh, hallo. Das ist eine Tür. Und von der kamen wir sogar nicht. Exit? Ach, das ist der Ausgang für die Troller, ja? Jemand hier? Ich glaube nicht. Ja gut, folgender Plan. Wir sprechen die Troller an und wenn sie sagt, hey, danke, hier hast du deine Belohnung, töten wir sie. Das ist der Plan. Dann gehen wir mal als nächstes zu ihr. Ah, okay. Bin ich ja doch noch hier unten. Oh, ich... So verwirrt, wie ich bin, habe ich einfach hier hingeschossen. Ich dachte, hier wäre irgendwie noch ein Gang. Oder es sind diese komischen Container. Ne, die haben kein Gewicht. Aber Hauptsache, ich nehme sie mit. Oh. Oh mein Gott, du bist groß. Tja, jetzt bist du blind, mein Freund. Oder der hat sich versteckt, die Sau. Und schon bin ich voll live. Guck doch her, wie OP das ist. Wo willst du hin, ne? Bändige die Raptidons. Ja, die sind gebändigt. Hier hätte ich quasi dieses Stickstoffzeug verteilen können. Aber ganz ehrlich. Noch ein Loop. Okay. Habe ich erledigt. Ich hätte nicht gedacht, dass man sie hier hinpacken soll. Vielleicht hätte ich mich hier hinschleichen müssen und dann zack, zack, fertig. Werden hier die Raptidots gezüchtet oder werden sie hier gelagert? Hm. Gas einleiten. Na gut, das hat sich wohl erledigt. Das war wahrscheinlich für den Dicken. Hätte mich da halt hinschleichen können und dann da hinschleichen. Und alle haben sich bestimmt da befunden. Aber jetzt sind sie halt hier. Weil ich stark genug bin. Gut, wieder etwas erledigt. Geil. Konnte ich das alles übersehen? Wieso bin ich zurückgelaufen? Wieso bin ich so verwirrt? Okay, aber wieso waren wir hier nicht? Oh, da sind ja noch mehr Raptidos. Ich frage mich jetzt, ob sie draußen nicht mehr existieren. Das wäre schön. Ich mag die Dinger nämlich nicht. Ah, hier sind wir richtig. Wir gucken, was hast du zu bieten. Soll ich dich umbringen oder nicht? Sicherheitstür? Was? Wo soll ich die hier denn jetzt herbekommen? Sprich mit irgendwas. Finde Captain Iron Sizzler. In der Patsche. Sprich mit Anton. Beschaffe die das Zigaretten. Sind die hier irgendwo? Oder sind die draußen? Die sind draußen. So. So, war das erledigt? Finde einen Fluchtweg. Du hast dich bereit erklärt. Ja, das Schicksal von... Ja, ich wollte nicht B drücken. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Dafür müssen wir höchstwahrscheinlich in dieses Büro rein, ne? Ungeziefer? Oh. Nicht so selten, wie ich dachte. Dafür braucht auch schwere Munition. Also, ich hatte hier irgendwo auf dem Weg noch eine verschlossene Tür gesehen. Nee, nicht hier.
Da habe ich nach dem Schlüssel gesucht. Nach dem Verkaufsding jetzt gehe ich ins. Was? Bandit? Gib her den Scheiß. Da habe ich nach dem Verkaufsautomaten gesucht und da war irgendwo eine verschlossene Tür, an der ich vorbeigelaufen bin. Porters Büroschlüsselkarte. Und die soll nicht zu knacken sein? Alter, das kostet mich eine Sekunde. Was ist denn los? Ich hätte ihn also quasi auch töten können. Oh, oh, ich kann alles knacken. Sogar das. So, was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüsselkarte drauf. Nice. Eliminiere die Banditen, finde einen Fluchtweg. Okay. Erstmal alles klauen, was der Typ besitzt. Huch, was war das denn für ein Schutzhelm? Fancy. Sieht irgendwie geiler aus, als ich dachte. Aber wir können den leider nicht tragen. Okay, das war aber nicht die verschlossene Tür, die ich gesehen habe. Da war noch eine andere. Oh lol, das Büro war direkt neben dem anderen. Irgendwo war noch eine andere verschlossene Tür. Verstärkt. Aha, cool. Magnum. Ja, ist echt Magnum? Magazin hört die Magazinkapazität der Waffe, ja. Um die Spitzhacke, um Minecraft zu spielen. Die brauchen wir auch noch. Wäre lustig, wenn es hier so ein kleines Spiel geben würde, was Minecraft heißt. Wo du für die Spitzhacke nehmen kannst. So virtuell. Nee. Wie heißt das? Actual Reality? Ich habe keine Ahnung. Das AR halt. I would ask what was on your mind. Ja, ich habe alles erledigt. Jetzt muss ich sie erstmal rauslassen. Ich bin auf der falschen Seite, nicht wahr? Ja, das bin ich. Ich weiß nicht mal, wie es auf der anderen Seite geht. Ich glaube hier entlang. Aber ich fürchte nicht. Oh, hier ist noch eine verschlossene Tür. Hab ich da gerade auch etwas gehört? Oh, guck mal. Ah. Bin schon wieder reingefallen. Wieso falle ich da immer wieder drauf rein, dass das die Jungs sind? Ich bin froh, dass ich noch nicht geschossen habe. Das ist das zweite Mal, dass ich mir denke, oh, guck mal, ein Gegner. Und dann hat sich in meinem Kopf irgendwas geregt. So, klick. Warte, irgendwas stimmt hier nicht. So, reparieren wir mal unsere hübsche Waffe hier. Dann können hier eigentlich auch dran tüfteln, ne? Hat uns jetzt eigentlich nichts gebracht. Oder war es auf 11? Ist jetzt nicht der krasseste Scheiß. Fähigkeiten 2. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Modifizieren. Ja, modifizieren wir mal mit einer besseren Rüstung. Verstärkt. Perfekt. Kinetisch. Ja, cool. Jetzt haben wir eine bessere Rüstung. Jetzt müssen wir nur noch zur Trolle runter. Oh, ich habe den Weg gefunden. Der war gar nicht so schwer. Okay. Ja, ich habe den Schlüssel. Nein, ich will nichts fragen. Nein, ich will nichts. Assuming I make it out of this place alive. Halt die Fresse, komm, bitte. Warte, konnte ich sie zu meiner Crew einladen? I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Ja. Ask away. I have got nothing but time. Wieso bist du in dieser Misere? Du tust so. Wir haben, warum haben du und deine Crew? Nee, okay, gut. Alles hat sich erledigt, komm. Ich habe gedacht, ich kann sie einladen in meine Crew. Ich habe keine Use für die Scribblings von idiotischen Scientists. Aber wer mir diesen Tipp gab, hat es. Assuming I make it out of this place alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. Wisst ihr, was ich mich wirklich frage? Wann sie die Fresse hält. Nein. Warum schminkt sich eine Banditin so krass? Wofür will sie schön sein?
Um zu sterben? Finally. Ein falscher Schritt und ich erschieße dich. Was ist das denn? I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. Ich habe die Tür aufgeschlossen und mich um die Raptoren gekümmert. Und die Wachen musst du dich selber kümmern. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Was ist mit meiner Belohnung? Umsonst habe ich dein Leben nicht gerettet, Mädel. Good. I never trust a freelancer who works for free. Komm schon, Kass. Noch ein bisschen mehr für die Witwen und Waisen. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Dann rück mal die Forschungsunterlagen heraus. Oh, really? And why, pray tell, would I do a thing like that? Weil du keinen Preis auf deinen Kopf haben willst? Your point is well taken. I would rather not spend the rest of my days looking over my shoulder for the shadow of my headhunter. Here, take the damned research. Tell Crane, I hope he chokes on it. Du hast das Richtige getan. Lebe wohl. Oh, die hat verdammt viel Leben. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe alles geschafft. Ich habe sogar Geld rausgeholt. Sehr schön. Ah. Oh, kann die Zigaretten nicht mehr beschaffen. Verdammt! Ich hätte sie am Leben lassen sollen. Stimmt, das war ja die... Ah, die gehörte ja zu Cass. She dabs. Was soll ich sagen? Sie ist halt so. Ja gut, ich mache keine Fehler rückgängig. Ich ziehe es so durch. Und jetzt will ich wissen, was die Soldaten dazu zu sagen haben, dass ich alles gereinigt habe für sie. Vielleicht kriege ich noch eine Belohnung. So, habe ich meinen Job gut gemacht? You done a job of work. After you cacked their employer, the gun hand started surrendering or trying to slip out. Ich will Geld. Das sind keine Idioten. Wenn niemand bezahlt, werden sie sich auch nicht in den Tod stürzen. I'm having a hell of a time keeping my people from shooting their prisoners. And I'm not even sure I should stop them. Die Banditen haben nur ihren Job gemacht, genau wie ihr. Ihre Anführerin ist schuld. Die hat sie da reingezogen. Nein, das ist doch Schwachsinn. Weißt du, die laufen doch zum nächsten Anführer. Wie doof ist man? Das gibt's doch nicht. Also gibt es eine Belohnung dafür? Mehr will ich gar nicht wissen. Mach mit dem, was du willst. Get down to Roseway and talk to Doc Crane. He'll make sure you get what's yours. Okay, hau rein. Scheiß drauf, wie es deinen Leuten geht. Ich hätte sie fast erschossen. Zweimal. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was die nächste Quest so auf sich hat. Sprich mit Anton, sprich mit ihm, kehr zu Daddy zurück. Oh, da haben wir alles geschafft, ne? Ja, cool. Dann gehen wir mal zurück. Da sind die einfach alle wieder lebendig. Tja, aber nicht lange, wenn ich mit denen noch nicht fertig bin. So, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind hier. In dem Gebäude waren wir schon. Hier ist er noch... Ja, ich will da nicht hin. Was ist mit der Troller, die Zigaretten haben wollte? Dann ist das Secret Labor, wo wir waren. Da. Ist sie jetzt böse auf mich? Ja.
Tut mir leid, Bro. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte hier reingehen. Mal kurz reingucken, da waren wir noch nicht drin. Kann man mal machen. Tja, so kann's kommen. Wir haben ihre Chefin umgebracht und jetzt ist sie auch tot. Also, die sind jetzt wieder vereint, dank mir. Ich weiß, ich bin ein Engel. Ja, mein Plan ist aufgegangen. Ich habe das Geld bekommen. Ich habe sie getötet und ich habe nochmal Geld bekommen. Also, alles gut. Mal gucken, was wir morgen machen werden. Ciao.